Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe von Konami ein paar coole Sachen zugeschickt bekommen und das wollte ich hier am Anfang des Videos direkt mal präsentieren. Was mir noch fehlt, Leute, ist ein Mikrofon, das ich nicht die ganze Zeit in der Hand halten muss. Naja, nichtsdestotrotz habe ich hier eine wunderbare Danksagungskarte bekommen. Hier wird sich für die ganzen tollen und coolen Videos bedankt. In diesem wunderbaren Karton ist Rasen drin, wenn man den so sehen kann. Und auf diesem Rasen kann man diesen unglaublich coolen Ball platzieren und ein paar coole Fotos machen, aber ich glaube, damit gehen wir demnächst dann mal auf den richtigen Fußballplatz, auf den richtigen Rasen. Naja, peng. Und dann natürlich dieses Trikot mit PES 2020 hinten drauf. Mega, mega cool. Ich möchte mich damit nochmal herzlich bedanken bei Konami. Geile Aktion von euch, finde ich richtig nice. Ich habe mich einfach mega darüber gefreut und heute möchte ich euch was geben, wo ihr euch sicherlich mega drüber freuen werdet. Ich weiß nicht genau, wann dieses Video online kommt, aber wahrscheinlich so Ende Oktober, Anfang November. Und einige werden sich denken, warum zur Hölle redet der jetzt gleich über Weihnachten? Aber Weihnachten ist gar nicht mehr so lange hin. Und wenn man bedenkt, was ich hier jetzt vorhabe, das dauert ein bisschen Zeit. Deswegen werden wir das Ganze im Voraus planen und im Voraus versuchen fertigzustellen, damit das Weihnachten alles super duper klappt. Mein Plan ist es nämlich, dieses Jahr einen Adventskalender auf meinem Kanal zu machen. Das habe ich noch nie gemacht. Das gibt ganz, ganz viele andere YouTuber, die das machen. Aber ich werde nicht einfach so einen Adventskalender machen, wo einfach jeden Tag ein Video bekommt. Sondern ihr habt mir ganz, ganz häufig geholfen und dafür bin ich euch dankbar. Und immer nur Danke zu sagen, ist zwar auch wichtig im Leben, aber ich möchte euch einfach mal was zurückgeben. Und das werde ich innerhalb dieses Adventskalenders quasi tun. Daraus werde ich nämlich ein Community-Projekt machen. In diesem Video geht es jetzt so ein bisschen darum, wie dieses Community-Projekt gestaltet ist, was ich genau vorhab und wie ihr dann als Community, also du, der hier gerade zuschaut, auch daran teilnehmen kannst. Ja, der Dezember hat 31 Tage, der Adventskalender 24 Türchen. 24 Türchen und davon haben wir 5 bzw. 6 Special-Tage. Das ist einmal der erste Advent, einmal der zweite Advent, der dritte Advent, der vierte Advent und natürlich Heiligabend und der sechste, das ist Nikolaus. Ich habe mir überlegt, dass ich an jedem Tag natürlich, wie ein Adventskalender so aufgebaut ist, ein Video bringe und an diesen 6 Special-Tagen auch ein Special-Video bringen werde. Für die Mathe-Genies unter euch, 24 minus 6 sind 18, ja genau. Und mit diesen 18 anderen Tagen habe ich was ganz, ganz, ganz Besonderes vor, denn ich will mit der Community zusammen aufnehmen. Also mit dir will ich aufnehmen. Ist das nicht cool? Das weiß ich nicht, ob ich das schon bei irgendeinem anderen YouTuber mal gesehen habe. Ich habe keine Ahnung. Ist vielleicht ein bisschen eine verrückte Idee, aber ich hoffe, das ist ganz cool. Das Ganze basiert auf Fußball. Fußball ist ein großes Thema auf meinem Kanal, ganz, ganz viele Videos und das ganze Projekt wird dann dementsprechend ablaufen, dass ich mit einem von euch dann 2 Partien spielen werde pro Folge. Das Ganze wird hauptsächlich bei FIFA passieren, allerdings würde ich mich auch super, super, super drüber freuen, wenn ein oder andere von euch auch PES hat und mit mir PES zockt. Die meisten haben halt FIFA und deswegen sage ich mal, dass es wahrscheinlich auf FIFA basiert und meine Ideen dann auch eher so in Richtung FIFA gehen. Ideen? Naja, ich werde das so gestalten, dass in einer Folge, wie gesagt, 2 Partien gespielt werden. Davon besteht die erste Partie aus einer Prognose. Das heißt, wenn zum Beispiel Champions League, DFB-Pokal, ein cooles Bundesligaspiel, vielleicht sogar ein Derby oder zweite Liga, irgendwas mit Greuther Fürth oder ähnliches, wenn da irgendwas Cooles dabei ist, da werde ich mir irgendwas rauspicken und wir spielen eine coole Prognose. Und das zweite Spiel in dieser Folge wird dann immer ein Battle, eine Challenge sein, sage ich mal. Da werde ich mir immer crazy Sachen überlegen. Es kann
was Einfaches sein. Zum Beispiel, wir spielen einfach Hausregeln. Das heißt, so ein Hausregeln wie No Rules oder den Mystery Ball oder was auch immer. Oder wir spielen Volta gegeneinander zusammen. Irgendwie sowas Witziges, wo man dann vielleicht auch kleine Aufgaben einbaut. Vielleicht baut man allgemein in ein normales Spiel Aufgaben rein, die man dann erledigen muss. Also irgendwelche Challenges. Oder man sagt dann wirklich, ich mache das so wie letztes Jahr in meiner Challenge-Playlist, dass ich dann auch mal ein Elfmeterschießen mache. Elfmeterschießen nur mit Torhütern, Elfmeterschießen mit Torhütern und Schießen. Oder was nicht alles, keine Ahnung, das werden wir dann sehen. Ich will auch nicht alles verraten, ich habe da ein paar Ideen und werde mir da auch noch ein paar Sachen ausdenken. So, für die unter euch, die jetzt echt Interesse haben und sagen, hey, das klingt doch mega cool, ich kann mit Mike aufnehmen. Ich erkläre euch jetzt, wie ihr das könnt. Ja, natürlich habe ich in Anführungszeichen nur 3.500 Abos, aber 18 Plätze sind quasi frei. Also mit 18 Leuten werde ich ein Video aufnehmen, das steht fest. Und 3.500 Abos im Vergleich zu 18 Leuten, ich denke, dass ihr euch nicht so viel Zeit lassen solltet. Die Plätze gehen relativ schnell voll. Ihr könnt euch bei mir ab sofort bewerben. Bitte, wie gesagt, lasst euch nicht so viel Zeit, um einen Platz bei diesem Adventskalender. Wenn ihr euch beworben habt, werde ich euch entweder schreiben, dass ihr es geschafft habt und mit mir aufnehmen werdet, werde euch dann einen Termin vorschlagen und euch sagen, was genau wir da spielen werden. Da können wir dann natürlich auch interagieren, den Termin anpassen, vielleicht das Spiel anpassen, je nachdem, worauf ihr Bock habt. Aber so grob jetzt schon mal für euch die Erklärung. Falls die 18 Plätze schon voll sind und ihr nicht drangenommen werdet, dann werde ich euch das natürlich auch schreiben. Also ihr kriegt von mir 100% eine Antwort. Wie ihr euch jetzt bewerbt? Ihr müsst mir bei Instagram schreiben. Mein Instagram ist hier eingeblendet in der Videobeschreibung. Mein Name ist Mike_Let's_Play auf Instagram. Könnt ihr auch einfach eingeben und dann findet ihr mich dort. Ihr sendet mir eine Direct Message, also eine private Nachricht. Und diese private Nachricht soll eben eine Audio enthalten. Audios, Sprachnachrichten bei Instagram können nur eine Minute gehen. Ich will mindestens eine davon sehen. Heißt, eine Sprachaudio, Sprachmemo, wie auch immer ihr es nennen wollt, mit einer Minute. Jetzt ist es nicht ganz eine Minute, es ist auch nicht so schlimm, aber ja. Für die Labertaschen unter euch, wie ich, ihr könnt auch gerne mehrere Audios machen, solltet aber nicht über drei drüber kommen, denn ganz ehrlich, ich denke schon, dass diese 18 Plätze sich sehr schnell füllen werden und dann kann ich einfach sagen, okay, er hat jetzt 5 anstatt 3 Audios gemacht, dann nehme ich ihn nicht. Das ist so ein Ausschlusskriterium für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also schaut einfach, dass ihr mindestens eine Audio, höchstens 3 Audios macht. In diesen Audios könnt ihr euch einfach ein bisschen auslassen, ihr erzählt einfach ein bisschen was über euch, wer ihr seid. Dabei ist es auch komplett egal, ob ihr ein Junge seid, ob ihr ein Mädel seid, ob ihr jung oder alt seid, 10 Jahre, 20 Jahre, das ist komplett egal. Einfach ein bisschen was erzählen, vielleicht auch eben wie alt ihr seid. Geschlecht wird man wahrscheinlich raushören, aber ihr könnt einfach irgendwas erzählen. Dann natürlich, warum habt ihr dann teilgenommen, warum wollt ihr gegen mich zocken und was euch halt so ein bisschen am Herzen liegt, ihr könnt da einfach irgendwie ein bisschen labern. Worauf es mir ankommt, ich höre mir da alle Audios an, komplett, und will dann eben sehen, okay, ist der fähig, mit mir aufzunehmen, schafft er das, wird das ein cooles Video, oder ist der einfach doof oder noch nicht reif genug, oder was weiß ich, nicht, dass ich euch jetzt beleidigen will, aber so als Kritikpunkt. Das heißt, am coolsten wäre es natürlich dann auch, wenn ihr während der Aufnahme mit mir quatscht, ja, wenn ihr trotzdem mitmachen wollt bei dem Adventskalender, aber ihr sagt, ja, ich würde gern mitmachen und die 2 Spiele auch gern machen, aber ohne, dass wir reden, beziehungsweise ohne, dass ich im Video rede, ist das auch kein Problem, dann schreibt mir das dazu, macht bitte trotzdem eine Audio, die mindestens eine Minute geht, aber schreibt mir das einmal dazu, ich möchte bitte ohne Audio, ohne Stimme dann in deinem Video vorkommen. Cooler wäre es natürlich, wenn ihr damit einverstanden seid und wir das dann so machen können. Bevor ich euch dann jetzt aber auf meinen Instagram-Account losschicke, damit ihr mir da ganz, ganz viele Nachrichten schreibt und mich bombardiert mit Anfragen, bevor ich das jetzt tue,
könnt ihr wirklich gerne machen. Aber bevor ich das jetzt tue, möchte ich noch eine Sache dazu sagen. Falls ihr wirklich sagt, ey, das ist meine Chance. Ich will unbedingt mit Mike was aufnehmen. Ich habe da richtig Bock drauf. Vielleicht sagt ihr sogar, vielleicht, das kann ja sein, das ist jetzt nur so eine Annahme. Ihr habt ein gutes Mikro, habt einen YouTube-Kanal oder was auch immer und würdet gerne einfach mal mit mir aufnehmen. Dann ist das eine Möglichkeit zu sagen, einen sicheren Platz zu bekommen, wenn ihr Mitglied auf meinem Kanal seid. Wenn ihr Mitglied auf meinem YouTube-Kanal seid, die Mitgliedschaft beginnt schon ab 1,99, also 1,99 im Monat. Jederzeit auch kündbar. Wenn ihr Mitglied auf meinem Kanal seid, dann werdet ihr absolut bevorzugt bei diesem Auswahlverfahren. Also das lohnt sich. Da könnt ihr mal unter dem Video neben dem Abonnieren-Button mal vorbeischauen. Da könnt ihr Mitglied werden. Ihr habt dadurch auch noch ganz, ganz viele andere Vorteile. Zum Beispiel kam die Woche am Montag ein Best-of raus. Und die Leute, die Mitglieder sind, die bekommen das Best-of anstatt am Montag schon den Freitag davor, also immer 3 Tage vorher. Ihr bekommt Rabatt auf mein Merchandise, ihr bekommt was auch immer, könnt ihr euch alles mal durchlesen, da stehen ganz, ganz viele Sachen. Wie gesagt, die kleinste Mitgliedschaft kostet nur 1,99 und wenn ihr die abschließt, dann habt ihr schon mal einen riesen Vorteil, wenn nicht sogar schon einen sicheren Platz. Kommt darauf an, wie viele Leute jetzt die Mitgliedschaft abschließen bei dem Adventskalender-Projekt. Und damit würde ich sagen, habe ich so grob alles erklärt. Falls noch Fragen sind, könnt ihr mir die erstens natürlich auf Instagram stellen, neben der Audio oder natürlich hier in den Kommentaren, gar kein Problem. Ansonsten schicke ich euch jetzt los auf meinen Instagram-Account. Könnt ihr euch gerne bewerben. Ich würde mich mega freuen über viele Bewerbungen, damit dieses Projekt richtig, richtig nice wird. Und ja. Wir sehen dann weiter, was passiert. Ich melde mich nochmal und schreibe natürlich allen Leuten bei Instagram zurück. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.